So, nächste Runde, direkt im Anschluss. Ich habe gerade eine sehr schöne Rifle bekommen. Allerdings habe ich keinen Charakter, der wirklich mit einer Rifle spielt. Ich habe momentan nur Shotgun- und Pistolen-Charaktere. Da muss ich mal schauen, ob ich mir irgendwann mal auch einen Rifle-Charakter zulege. Aber erstmal brauche ich mehr Character Points. Ihr habt es ja vielleicht im letzten Part gesehen, ich habe nicht mehr so viele. Ja, wir haben zwei Isis, zweimal die Infizierten und zwei Embers. Der Unterschied zwischen ihr und mir ist, dass sie meines Erachtens nach von den Fähigkeiten her ein bisschen mehr auf PvP ausgelegt ist. Sie kann Nerf Cut, heißt das, glaube ich. Damit macht sie ein bisschen Schaden und verlangsamt Gegner, glaube ich. Dann kann sie eine Person healen, sich selbst oder andere, aber nur eine. Kann eine Rauchwolke legen, wo man, glaube ich, weniger Schaden drin bekommt. Also, wenn wir drin stehen. Irgendwie so war das, ich weiß es nicht hundertprozentig. Und ihre Ulti ist so eine Rauchwolke, wo sich die Gegner gegenseitig angreifen. Ist natürlich sehr gut, wenn zum Beispiel solche zwei drin stehen hier. Und die sich da drin natürlich gegenseitig jetzt auf die Mütze geben. Gut, hier seht ihr das Team. Leider ist Blau nicht komplett, da fehlt einer. Also einer hat nicht connected. Ich hoffe mal, dass sie irgendwann mal wissen, dass wir durchrennen sollten. Sie hat auch eine Heavy Weapon dabei, obwohl sie eigentlich nicht drauf ausgelegt ist. Kann man natürlich machen. Ich habe mit der Isis oder wie sie ausgesprochen wird, habe ich auch eine Waffe dabei, die eigentlich nicht auf sie ausgelegt ist. Und zwar dieses hier, ein Kaktus. Es kommt immer drauf an auf die Situation, weil dieser Kaktus ist momentan besser als jede Waffe mit Bonus, den ich habe bei ihr. Lol. Danke. Und so kommt das dann natürlich, dass ich halt eine Waffe dabei habe, die nicht auf sie ausgelegt ist. So, das war die Barrikade. Die andere Ember fehlt bei uns. Da ist sie. Nochmal hier rein. Infektionslevel 4 hat mir, glaube ich, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Wie gesagt, oben rechts kann ich gerade bei mir nachgucken. Ihr könnt es nachgucken. Wir sind das erste Team. Und können natürlich, ja, sehr gut, das Team realisiert es auch, sie blinken gerade, den Looter machen. Einfach durch, Leute, das ist ein Looter. Ich habe gerade Lags, wie ihr gerade seht. Manchmal habe ich diese kleinen Lags, was auch immer. Keine Ahnung, woran es liegt. Mal hier rein. Immer schön drauf hier. Damit hätten wir die Führung und das Gegnerteam hat nicht mal was eingenommen bis jetzt. Sind überhaupt Teams durch? Blau fehlt. Blau ist noch nicht durch. Hat natürlich auch ein weniger. Also Blau hat sehr schlechte Karten, was das Gewinnen angeht. Ich werfe meine Punkte einfach mal dahin. Das sind zwar gleichzeitig auch Erfahrungspunkte, die ich da wegwerfe. Allerdings brauche ich die jetzt nicht so dringend. Ich glaube, da braucht man Gegner. Mein Team sind dringender. Vor allem die Ds von uns. Damit sie auch wirklich Damage machen können. Mein Heal habe ich ja schon. Auch schon auf Level 2. Sprich, wir kriegen auch schon den Bonus auf Power. Die Heavy Weapon, die sie gerade trägt, die bekommt man. Also die habe ich zum Beispiel von Anfang an bekommen. Die hat den Vorteil, dass. Wie heißt es? Ja, sie gegen Barrikaden mehr Schaden macht. Ich glaube 15 oder 20% mehr Schaden gegen Barrikaden. Was natürlich auch hilft, am Anfang so schnell durchzuwaschen. Grün ist durch, hat zwei Schützpunkte. Wodurch sich das natürlich sehr schnell nach uns zu uns hochgepustet hat. Und mein Team will danach die Mitte direkt einnehmen. Kein Problem, kann man natürlich machen. Punkte mit. So, dann warst du Mitte. Blau immer noch nicht. Doch, Blau mittlerweile auch durch. Weil Blau immer noch nichts einnimmt. Daher war ich jetzt so leicht verwundert. Obwohl, ich glaube, die prügeln sich gerade hier oben drum. Die beiden Teams. Denn wir sehen gerade keins der beiden anderen Teams. Die machen gerade theoretisch nichts. Also ich denke mal, sie prügeln sich da oben drum. Hat Grün natürlich einen deutlichen Vorteil, weil es einfach einen mehr sind.
Allerdings hat Grün jetzt einen Nachteil, weil wir gleichzeitig Grün angreifen. Grün gerät also so ein bisschen unter Druck. Das taucht da oben natürlich auch noch ein Looter auf. Ja, Grün hat anscheinend die anderen vertrieben. Jetzt nehmen sie da oben nämlich ein. Also wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, was die Teams theoretisch machen könnten, ist auch immer sehr einfach zu wissen, wo das Team gerade ist. Also die Teams Grün und Blau sind beide beim Looter. Da sollten wir jetzt auch ganz dringend hin. Ich halte einfach mal kurz mein Fest hier. Aua. Das ist diese Rauchwolke, wodurch man sich gegenseitig angreift. Piss dich jetzt. Tschüss. Mein Team jagt Grün. Der Blaue hat gratis Looter bekommen. Weil mein Team Richtung Grün gelaufen ist. Was macht denn die da? Was machen die denn da? Ist die Frage. Weil es einfach nur Selbstmord ist, was die da machen. Ich renne dir mal entgegen. Verpiss dich. Scheiße Maultusse. Ja, da ist einer unserer Teamkameraden gefallen. Renn weg. Wir können momentan nicht so viel machen im Kampf. Weil wir halt nur eine Fähigkeit haben, wodurch sie eh von uns wegrennen. Das ist, wenn wir sie damit treffen, ist es das gleiche, als würden sie jetzt sowieso wegrennen. Bringt uns also nicht so viel. Dafür bräuchten wir jetzt unsere Bestie Stufe 2. Damit wir wenigstens was haben, damit sie stehen bleiben. Und auch dann ist es nicht hundertprozentig. Interessant, dass sie direkt mich angreift. Lasst sie doch nicht aufbauen. Leute, was tut ihr denn? Ballert da mit der Rocket Launcher rum, ey. Machen wir mal einen Heal rein. So, eine habe ich. Mal einen Heal rein. Oh, greift uns gerade an. Wir sollten jetzt auf jeden Fall gehen. Ein Grüner greift uns auch gerade an der Seite. Wir legen es gerade extrem auf PvP an. Und die eine hat gerade geschlafen. Aber extrem. Rennt in die Grütze rein und gegen eine Wand. Naja, zwei Healer. Ist natürlich schon recht stark. Wie ihr seht, denn vor allem weil die Charaktere sich selbst auch noch sehr stark healen. Also die haben sowieso einen sehr hohen Life Leech. So, nochmal hier. Ich habe den Schisspunkt immer noch nicht eingenommen, habe ich gerade gesehen. Oh. Ja, so ist das. Looter. Ganze Team die gleiche Idee, sehr schön. Ich mache dich nochmal schnell voll. Ich kann meine Bestie auch wieder beschwören. Sie hat auf jeden Fall nicht den Rammer erwischt. Meine Bestie möchte ich ehrlich gesagt noch nicht beschwören. Ich möchte, dass wir das Gegnerteam aufbewahren, was da hinten gerade kommt auf der anderen Seite.
Zieh dich. Ein paar Punkte hinlegen. Dann muss ich nämlich nicht gleichzeitig mit zurücklaufen und kann schon mal weiter gucken. Wir gehen gerade sehr stark in Führung, heißt aber nichts, denn sie können uns rein theoretisch gleich beklauen. Und weil sich die beiden Teams natürlich so ein bisschen zusammenrotten, haben wir keine Chance. Dagegen 7 oder 8 Leute. Oder oben liegen Punkte ohne Ende. WTF, da ist irgendjemand gestorben. So. Hier mal alles niederballern. Guck mal her, du hast gerade relativ viele Punkte bei dir. Du solltest nicht sterben. So. Grün nimmt gerade oben bei Blau ein. Interessant, dass Grün gegen Blau kämpft. Das ist nämlich das Dümmste, was sie tun dürften. Und es regt sich Grün auf, weil sie Orange fokussen sollen, obwohl da oben gerade Grün einnimmt. Hier. Weil wenn die sich natürlich gegenseitig bekriegen, vor allem weil Blau sowieso ein Handicap hat. Naja, müssen die wissen. Also ich sehe das gerade so, dass Grün Blau angreift und nicht andersrum. Kann natürlich sein, dass das da vorher Grün gehört hat, aber trotzdem kann Grün auch sagen, okay, shit happens, ist der Punkt halt weg. Wichtiger ist, Orange zu bekommen. Dann lass Blau doch ruhig diese Punkte haben oder so, ist doch scheißegal. Blau kriegt halt sowas Horderpunkte angeht wahrscheinlich sowieso nicht so viel ab. Alter, der Rammer macht so viel Schaden, ne? Das ist so heftig. Da hat so ein Grüner jetzt verdammt viele Punkte. Woher auch immer. Die Emma kann sich selbst healen. Ja, ich kann leider nicht alle hier mit nicht auf einen Haufen chillen. So, das war's mit dem Selbsthealen. Dann packe ich dann doch lieber mal mein Monster. Boah, Alter, Leute. Da läuft irgend so ein Blauer am Rand entlang. Kann sein, dass wir uns einnehmen wollen, also klauen wollen. Das finden wir natürlich nicht ganz so prickelnd. Ich werfe mal kurz meine Punkte rein, denn ich habe gerade die hauptsächlichen Punkte. Hier an den Sternen, also hier, das heißt, wie viele Punkte unser Team gerade rumträgt. Wir tragen gerade 19 Punkte rum, davon habe ich 12, wie ihr hier unten seht, also Supplies. Ja, diese kurze Slot natürlich ekelhaft. Vielleicht mal kurz die Ember. Okay. Grün steht vor der Basis von Blau, warum auch immer. Bei Blau kann man nicht mal klauen momentan. Daher bin ich gerade so verwirrt, was diese... Darf ich hier weg, bitte? Szene hier soll. Ja, komm. Wenn schon töten, dann richtig. Na komm her. Das bringt uns nichts, wir können da nicht klauen. Theoretisch könnten wir jetzt hier klauen, aber es ist keiner so weit, dass wir klauen können. Das ist gerade unser Nachteil. Also das ist der Grund, warum ich nicht verstehe, dass wir das da so weit getrieben haben. Steel Red. Okay, beklaut Rot. Es gibt kein Rot. Das finde ich nämlich sehr gut. Da läuft gerade ein Blau aus unserem Schützpunkt.
Der kann aber gerade nicht stealen, weil der Turm noch steht. Der müsste den Turm erst beseitigen. Denn immer wenn man angeschossen wird, unterbricht das Stealen. Und so stark dürfte der alleine hier auch nicht sein. Und jetzt greift Grün auch noch den Blau dann, oder wie? Du kannst nicht klauen, solange du angegriffen wirst, Kleine. Da habt ihr es gesehen, sie hat es versucht, aber immer wenn sie es versucht und gleichzeitig angeschossen wird, unterbricht es halt. Man kann nicht stealen, während man angegriffen wird. Und da da halt ein Turm genau neben steht, der Dauerfeuer auf einen drauf schießt, kann man so nicht stealen. Also man sieht, obwohl ich so ein hohes Stärkelevel, also ich sag mal mittleres Stärkelevel, beziehungsweise unteres Mittel wahrscheinlich, ich habe ja noch zwei T-Levels, die ich höher gehen kann, habe, schaffen sie es, sind sie trotzdem noch nicht so intelligent genug, um solche feinen Taktiken überhaupt zu verstehen anscheinend, die Leute. Alles drei Orange, also Orange, alles drei mein Team, das heißt, ich krieg gleich einen richtig schönen Boost, was Items angeht. 2-0 diesmal nur gespielt, diesmal gar nicht mehr so viele Kills gehabt. Blau, tut mir leid, weil euch einer gefehlt hat, ist natürlich, hatte ich auch schon mal, ich hätte schon drei Runden hintereinander zwei Lever im Team. Geil, ne? Naja, gut. Wir haben sogar noch 34 Punkte dabei gehabt. Wir hätten reinstopfen können. Ich sage danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.